Spider-Man 2 ist jetzt endlich da und ich habe ein paar Stunden gespielt und möchte jetzt einfach meinen Ersteindruck und meine ersten Gedanken mit euch teilen. Keine Sorge, ich werde auf keine Story-Spoiler eingehen. Ich bin selber noch nicht so weit in der Story und hier im Gameplay werde ich auch nur den Anfang zeigen. Ja, das erste große Set-Piece. Falls ihr das nicht sehen wollt, ne, falls ihr gar keine Spoiler haben wollt, dann ja, guckt es euch am besten nicht an. Ich werde natürlich auf ein paar Gameplay-Sachen eingehen, die jetzt neu in Spider-Man 2 sind, aber das ist alles in den ersten Stunden, also wirklich keine großen Spoiler hier. Ich hatte das Glück, dass das Spiel einen Tag vorher bei mir ankam und ich konnte es im Stream am Donnerstag schon zusammen zocken und der Anfang ist einfach nur insane. Ich habe jetzt noch zwei weitere Set-Pieces gesehen und es ist einfach crazy. Die Action in diesem Film ist noch so viele Level drüber von dem, was wir bisher von Spider-Man gesehen haben und generell die Qualität ist halt einfach insane. Das Spiel sieht so unfassbar gut aus. Ja, man merkt, die nutzen die Power von der PlayStation, ja. Die Charaktermodelle sehen fantastisch aus, New York und das Licht und alles sieht großartig aus. Ich kann euch alle nur raten, ja, das mit 60 FPS zu spielen, damit ihr auch flüssig durch die Welt fliegen könnt. Und insgesamt, dieses Spiel wirkt einfach nur unfassbar polished und das halt am Release oder so, sogar noch einen Tag vorher, ja. Da können sich ein paar andere Studios wirklich eine Scheibe von abschneiden und insgesamt ist der Ersteindruck einfach nur fantastisch. Wirklich großartig. Ich habe mich so auf dieses Spiel gefreut und ja, was soll ich sagen? Storytechnisch, ich werde jetzt hier nicht großartig irgendwas spoilern, aber es baut sich bei mir auch noch alles auf. Ein paar Bösewichte habe ich schon gesehen und ein paar, die man schon in den Trailern gesehen hat, habe ich halt noch nicht gesehen. Und es geht halt gerade in eine Richtung, die ich einfach nur sehr feiere, die ich mir sehr gewünscht habe. Ich glaube, das wird ein sehr emotionales Spiel. Ja, hier sind wesentlich mehr Charaktere als vorher und es wirkt bisher einfach nur fantastisch. Ja, man hatte schon irgendwelche Rückblenden und so, die auch ganz cool waren. Mal gucken, ob wir irgendwie so MJ-Missionen wieder bekommen in der Story. Aber bisher wirkt es einfach nur fantastisch. Und dasselbe gilt auch einfach nur für das Feeling von diesem Spiel. Wirklich, es fühlt sich wieder an, als wäre man zu Hause mit dem Schwingen. Es fühlt sich genauso fantastisch an wie vorher. Und jetzt hat man sogar noch, glaube ich, also ich glaube, bei den alten Spider-Man-Teilen ging das, gab es nicht so viele Optionen, aber jetzt hat man viel mehr Optionen, wie du das Schwingen noch optimieren kannst. Also du kannst irgendwie die Hilfen beim Schwingen runterstellen und so, dann ist es ein bisschen anspruchsvoller zu schwingen. Du kannst jetzt auch einen Fallschaden einstellen und so. Also sie haben hier wirklich nochmal, sie sind hier nochmal ein bisschen weitergegangen und das feiere ich. Ansonsten ist es natürlich, es fühlt sich halt an wie vorher, ne? Aber es hat sich halt schon so großartig in den Spielen davor angefühlt, dass es halt ja, schwierig ist, da irgendwie, sag ich mal, das Rad neu zu erfinden. Aber eine neue Sache, die man in den Trailern gesehen hat und die ich jetzt selber die ganze Zeit nutze, ist der Wingsuit und dieser fühlt sich so gut an. Er ist so in diesem Spiel integriert, dass, wenn ich vermutlich zu den alten Spielen zurückgehen werde, so kann ich mir das zumindest vorstellen, dass ich den dann einfach nur vermissen werde. Also ich nutze ihn jetzt schon ständig. Er ist so eine gute Integration in dieses Spiel und mit dem kommen ja noch ein paar Spiele rein. Generell hast du noch, so einen Skill, das ist einer der ersten Skills, die du freischalten kannst, wo Miles oder Peter sich dann so zwei Netze an die Wände schießen und sich dann so katapultartig weg in die Welt ballern. Die Welt ist ja jetzt doppelt so groß geworden und ich habe mich schon gefragt, okay, das Schwingen in den vorherigen Teilen war halt nice, aber jetzt muss es halt, sag ich mal, noch besser sein, damit du trotzdem noch schnell dahin kommst, weil zwischen diesen beiden Inseln, wo man jetzt ist, ist ja sehr viel mehr und da kannst du über die Brücken schwingen oder du kannst halt jetzt mit dem Wingsuit einfach drüber fliegen und es fühlt sich einfach nur fantastisch an. Man ist noch schneller unterwegs. Es gibt jetzt durch den Wingsuit ja fast keine Downtime mehr, egal wo du bist, ja, selbst wenn du halt nicht mehr mit dem Netz irgendwo schwingen kannst, kannst du jetzt halt einfach durchfliegen. Es ist wirklich großartig, es integriert sich perfekt ins Spiel und einfach nur Hut ab. Und auch dasselbe gilt auch fürs Kampfsystem. Ich habe da noch nicht so viel Neues gesehen, aber die ganzen neuen Sachen wie dieser neue Tag, den Peter hat und die neuen Fähigkeiten, die Miles bisher hat, da wird wahrscheinlich noch sehr viel mehr Neues kommen, aber bisher fühlt sich das Kämpfen auch richtig gut an, halt einfach wie in den vorherigen Teilen. Man hat jetzt neue Items, ein paar neue Fähigkeiten, aber ansonsten ist es natürlich noch das Kampfsystem wie vorher. Ne, ist klar, das war bei God of War so, das war vorher bei Batman immer so. Man entwickelt das ja einfach nur weiter. Man muss halt wirklich sagen, bei diesem Spiel, die haben hier nicht das Rad neu erfunden. Vielleicht wird das manche ein bisschen stören und dann heulen wieder ein paar Leute rum, dass es zu gleich ist oder so. Ich muss sagen, es ist genauso wie bei God of War Ragnarök bisher, dass sie einfach das genommen haben, was funktioniert. Jetzt einfach ein bisschen größer, bombastischer und halt ein paar Dinge dazu getan,
die das Gameplay einfach noch flüssiger machen. Also ich muss sagen, bisher die Kombos, die man in Spider-Man 2 machen kann, sowohl mit Miles als auch mit Peter, sind einfach nur sick. Also du kannst wirklich mit den Items da rumspielen und mit diesen ganzen Fähigkeiten, das macht einfach nur Bock. Ich hatte so ein bisschen die Befürchtung, dass Miles vielleicht ein bisschen stärker sein wird als Peter, weil er halt diese ganzen Fähigkeiten hat, aber Peter kommt einfach mit seinem Tech und so. Ne, von den Trailern weiß man ja, dass noch andere Dinge mit Peter passieren, was wahrscheinlich das Kämpfen nochmal komplett verändern wird. Da bin ich sehr gespannt, soweit bin ich noch nicht. Ja, insgesamt, wie gesagt, sie erfinden das Rad nicht neu, aber es fühlt sich alles einfach noch ein Ticken besser an als davor. Und das ist krass, weil es davor sich schon ja fast perfekt angefühlt hat. Ne? Sowohl das Schwingen als auch das Kampfsystem waren ja vorher einfach schon großartig und jetzt haben sie es einfach nochmal besser gemacht. Zur Open World kann ich bisher einfach nur sagen, da haben sie jetzt nicht so viel verändert. Es ist immer noch dieses Checklist-Gaming und zwar richtig krass. Ne? Du hast immer noch diese ganzen Distrikte, wo du ganz viele Dinge drin hast. So, ich habe da noch nicht so viel freigeschaltet. Es ist aber okay. Ich meine, ich wüsste jetzt auch nicht, wie man das in so einer Open World mit diesem Gameplay anders machen sollte und wie ich das, glaube ich, in meinen Spider-Man-Videos schon mal erklärt habe. Das Gameplay von Spider-Man, das Schwingen und das Kampfsystem, das macht einfach so viel Spaß, dass du dir, sag ich mal, einfach Entschuldigungen suchst, warum du das noch mehr spielen kannst, sag ich mal so, ja. Das heißt, es ist gar nicht so schlimm, weil ich meine, diese ganzen Missionen, die jetzt nicht so viel Sinn haben, außer dass du beschäftigt bist oder halt kleine Dinge zurückbekommst, mit denen du dann Upgrades machen kannst, die machen halt einfach nur Spaß, weil das Spiel halt so viel Spaß macht. Mal gucken, wie viel tatsächlich in diesem Spiel drin ist, ob es vielleicht zum Ende hin ermüdend ist. Bisher muss ich sagen, mache ich alles und es macht alles sehr viel Spaß, ja, diese Fotos, die es in den vorherigen Spielen schon gab und so noch andere, die ich jetzt nicht spoilern möchte, aber es gibt halt quasi wie im ersten Teil diese Fisk Tower oder so, wo man halt kämpfen musste oder Stealth-Missionen machen musste, das gibt es natürlich auch wieder hier so und das macht auch alles Spaß und deswegen, vielleicht wird es irgendwann ermüdend, es war zu erwarten, dass es genauso ist, es ist okay, es ist die Ubisoft Open World, es ist nicht das Beste ever, das hat man halt schon 3 Millionen Mal gesehen, aber das Game macht momentan einfach nur so viel Spaß, dass es halt egal ist, sag ich mal, ne? Ansonsten ist halt das Switchen zwischen Peter und Miles einfach nur awesome. Es ist so ein bisschen wie bei GTA, nur nicht, dass du dieses coole Rauszoomen und Reinzoomen hast, aber es geht halt noch viel schneller, ja? Du drückst einfach auf Switchen und bam, spielst du den anderen. Und es ist einfach nur sick. Es macht einfach nur Spaß. Es funktioniert halt so, dass du in der Open World eigentlich immer switchen kannst, wann du willst. Du kannst halt mit dem Spider-Man, den du lieber magst, alles machen oder halt einfach nur rumswitchen, wie du möchtest. Die Hauptmissionen haben natürlich einen festen Protagonisten. Ne? In den Missionen kann es halt mittendrin, können die sich mal switchen so, aber an sich, ne, du hast eine Mission für Miles und dann musst du mit Miles da reingehen oder du hast eine Mission für Peter und dann musst du halt mit ihm da reingehen. Ne? Ist, finde ich, aber gut gelöst. Ne? Dadurch haben wir einfach immer noch diesen linearen Handlungsstrang und so. Alles super. Was bisher auch einfach nur fantastisch ist, sind die Anzüge. Es gibt so viele bisher. Ich habe schon so viele freigeschaltet. Irgendwie bei jedem Level-Up bekommt man einen neuen und nicht nur bekommst du einen neuen Anzug und meistens halt für Peter und Miles einen neuen, sondern du kannst bei fast jedem Anzug die Farbe ändern. Du hast quasi 4 Varianten von jedem Anzug. Das wäre ein bisschen lame, wenn es jetzt nur 10 Anzüge gäbe und die dann sagen würden, ja, jetzt hat man ja aber 40, ne? Aber es gibt, glaube ich, 65 Anzüge drin, wo es immer noch 4 Varianten davon gibt. Ich glaube, die Ausnahme ist nur so, ich habe jetzt den Anzug von dem Amazing Spider-Man, also mit Andrew Garfield. Da gibt es halt keine 4 verschiedene Varianten, wahrscheinlich einfach nur, weil das halt so ein Filmanzug ist. Wenn man irgendwann von Tobey Maguire den bekommt, wird man wahrscheinlich auch nicht 4 Varianten davon haben. Das ist fein, aber alle anderen, das ist einfach nur sick. Du kannst dir einfach die coolste Variante aussuchen und ich finde, dadurch verändert sich das einfach schon krass. Also du hast halt den Standard-Spider-Man-Anzug, aber dann gibt es ihn halt nochmal in schwarz und dann hast du halt einfach schon mal den schwarzen Spider-Man. So, das ist halt, es ist einfach nur cool. Es ist einfach nur sick. Der Ersteindruck, die ersten Stunden von diesem Spiel sind absolut fantastisch. Es erfindet nicht das Rad neu, genauso wie God of War Ragnarök, aber man merkt einfach, die sind einfach noch einen Schritt weitergegangen. Und für mich ist das fein. Vielleicht, ich weiß nicht, es gab ein paar Leute, die bei God of War ein bisschen rumgeheult haben, dass es nicht genug Neues hat oder so. Finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Es ist ein Sequel. Es ist klar, dass sie jetzt da nicht die Welt neu machen oder so. Vielleicht hätte man eine andere Stadt wählen können, aber ich kann schon verstehen, dass sie irgendwie in New York bleiben. Das Schwingen macht Bock, das Kämpfen macht Bock, die Story ist bisher geil, die Set-Pieces sind absolut
absolut insane und generell hat man einfach so viele Quality of Life Improvements in diesem Spiel. Ne, die App auf Spider-Man Miles Morales ist wieder da und so. Es ist einfach bisher ein solides Gesamtpaket und ich muss sagen, wenn dieses Video hier fertig ist, dann werde ich einfach nur weiter zocken. Also ich will einfach nur weiter zocken. Das Spiel ist bisher insane. Schreibt mir gerne, was ihr davon bisher haltet und ja, wir sehen uns dann irgendwann später, ne? Skull, skull.